Bislang haben Matthias und seine Kollegen alle Vorsichtsmaßnahmen im Büro eingehalten. Man will ja nichts riskieren. Aber quatschen an der Kaffeemaschine oder gemeinsam zu Mittag essen, das war letzte Woche. Ab jetzt ist Schluss mit dem Büroalltag. Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir den Betrieb auf unbestimmte Zeit schließen. Das heißt, ich werde Sie ab nächster Woche offiziell zwangsbeurlauben. Und Sie werde ich freistellen. Zwangsurlaub, Freistellung, ist das nicht das Gleiche? Was bedeutet das eigentlich? Es ist nicht das Gleiche. Zwangsurlaub ist fest geregelt. Das geht unter anderem, wenn es sich um Saisonbetriebe handelt, die nur zu bestimmten Zeiten im Jahr laufen, wie beispielsweise Freibäder. Oder wenn es ohne den Chef nicht weitergeht, wie in Arztpraxen. Bei einer Freistellung hingegen liegt ein Ausnahmezustand vor, wie jetzt bei Corona. Der Chef entbindet seinen Angestellten von der Pflicht, zur Arbeit zu kommen. Er ist freigestellt. In beiden Fällen wird der Lohn weitergezahlt. Da Matthias' Chef den Betrieb von sich aus schließt, obwohl alle arbeitsfähig sind, ist Zwangsurlaub hier nicht rechtens. Er kann Matthias und seine Kollegen freistellen, aber da er den Lohn weiterzahlen muss, ist das für seine Firma schlecht. Ein großes Problem für manche Unternehmen, um das sich unsere Politiker jetzt kümmern müssen. Das ist damit gemeint, wenn Gesundheitsminister Jens Spahn und die Bundeskanzlerin Arbeitnehmer und Arbeitgeber um Flexibilität bitten. Ja, flexibel sein, gut und schön, aber was bedeutet das auch auf lange Sicht? Droht uns irgendwann, dass wir keinen Lohn mehr kriegen? Ich frage mal unseren Juristen. Unser Experte Dominik Herzog hat Matthias schon oft beraten und weiß auch hier die richtige Antwort. Heißt es, dass sein Gehalt nicht sicher ist? Nein, das heißt es nicht. Das heißt, Matthias und seine Kollegen können sich erstmal entspannen. Das Unternehmen hat in der jetzigen Ausnahmesituation zwei Möglichkeiten. Es kann die Mitarbeiter entweder ins Homeoffice schicken oder aber es kann sie freistellen. In beiden Fällen ist aber das Gehalt weiter zu bezahlen. Homeoffice ist also die Lösung. Es ändert sich für Matthias also nur der Arbeitsplatz. Ich soll doch von zu Hause arbeiten. Ich habe keinen PC, da muss ich den Laptop mitnehmen. Den muss mir doch der Chef stellen oder etwa nicht. Der Chef muss für ein funktionsfähiges Homeoffice sorgen. Aktuell gibt es aufgrund von Corona Lieferengpässe bei den Notebooks. Kann also der Chef nicht für jeden Mitarbeiter die Technik und das Büromaterial zur Verfügung stellen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann er erlauben, dass der Mitarbeiter den gesamten PC nach Hause mitnimmt. Oder der Mitarbeiter kann seine privaten Geräte verwenden und einigt sich mit dem Chef auf eine bestimmte Summe, die er für die Nutzung erhält. Aber das Internet muss mir die Firma ja dann auch bezahlen, oder? In der Tat, der Chef muss dem Mitarbeiter die Kosten für das Internet und für Telefonate mit dem Privathandy erstatten. Grundsätzlich gilt 20% je Monatsabrechnung, maximal 20 Euro sind erstattungsfähig. Eigentlich muss Homeoffice im Arbeitsvertrag geregelt sein. In Extremsituationen wie jetzt bei Corona können Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich auch nachträglich darauf einigen. Wir Deutsche stehen übrigens vor einer neuen Situation. Laut dem Statistischen Bundesamt arbeiten normalerweise gerade mal 12% von zu Hause. Das ändert sich gerade gründlich. Und gute Nachrichten für die Chefs. Studien besagen, dass Heimarbeiter im Durchschnitt länger arbeiten als ihre Kollegen im Büro. Homeoffice hat also durchaus positive Auswirkungen. Laptop, Handy, Internet. Matthias hat sich im Homeoffice gut eingerichtet. Aber da kommt auch schon die nächste Herausforderung. Oh, lass mal bitte, der Papi muss arbeiten. Das wird doch nie funktionieren, die werden mich niemals in Ruhe lassen. Arbeiten oder sich um die Kinder kümmern. Normalerweise wären sie jetzt in der Kita, Schule oder bei den Großeltern. Doch Kinder gehören zu den Virusverbreitern und sollen keinen Kontakt zu anderen haben. Sich während der normalen Arbeitszeit zwischen 9 und 18 Uhr um die Kinder kümmern, wie soll das gehen? Wie sieht das rechtlich aus? Im Homeoffice gelten prinzipiell die gleichen Regelungen wie auch im Büro. Wenn ich jetzt aber aufgrund der Kinderbetreuungssituation zum Beispiel gar nicht arbeiten kann, so wie das bei Matthias gerade der Fall ist, dann muss ich mir als Arbeitnehmer darüber im Klaren sein, mein Chef ist zur Zahlung meines Lohns dann nur für eine begrenzte Zeit, für ein paar Tage, vielleicht maximal eine Woche verpflichtet, nicht darüber hinaus. Da ist Flexibilität gefragt, zum Beispiel früh morgens und abends arbeiten.
Als Nachweis kann Matthias auch eine der vielen Zeiterfassungstools benutzen. Für den Chef eine Kontrolle und für Matthias eine Sicherheit. So funktioniert Kinderbetreuung und Arbeit. Noch besser alternative Kinderbetreuung. Es bilden sich gerade jetzt viele neue Gruppen, Nachbarn und Freunde, die sich mit der Betreuung der Kinder abwechseln. Im Internet gibt es viele Seiten, auf denen sich Eltern gegenseitig informieren. Homeoffice mit Kindern ist zwar eine Herausforderung, aber um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, die einzige optimale Lösung. Und hier die Top 3, die man im Homeoffice am besten vermeiden soll. Falle 1, das Bett. Es ist verlockend, nach dem Aufwachen mit dem Laptop zusammen im Bett zu versacken. Egal wie bequem und gemütlich diese Arbeitssituation ist, produktiv ist das nicht. Die Gefahr ist zu groß, dort nur zu entspannen. Falle 2. Im Büro drücken sich die meisten davor, zu Hause wird's zur Kür. Putzen, Spülmaschine ausräumen oder andere Hausarbeiten erledigen. Daher während des Homeoffice den Fokus auf die Arbeit legen und sich straff organisieren. Und zu guter Letzt kleine Pausen einplanen. Wer durcharbeitet, das Essen vernachlässigt oder auf Pausen verzichtet, wird ineffektiv. Wer sich an diese Regeln hält, wird das Homeoffice ideal meistern. Und was ist eigentlich mit den Jobs, die nicht vor dem Computer stattfinden können? Um das Virus bestmöglich einzudämmen, gehen alle, die können, ins Homeoffice. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren. Lebensmittelgeschäfte oder Arztpraxen bleiben geöffnet, das ist klar. Aber was ist mit der Post, der Müllabfuhr oder den Strom- und Wasserwerken? Entwarnung, das alles läuft weiter. Offen haben auch Tierfuttergeschäfte, Drogerien, Sanitätshäuser, Tankstellen, Banken, Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungskioske, Bau- und Großhandel. Also keine Panik. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an all die Menschen, die sich nicht ins Homeoffice zurückziehen können. Für uns alle eine ungewöhnliche Herausforderung.